Fünf Frauen stellen sich diese Woche dem Beauty Battle. Wer hat Deutschlands bestes Schönheitsgeheimnis? Jede Kandidatin ist überzeugt zu wissen, was der Schlüssel zum makellosen Aussehen ist. Können sie auch die anderen davon überzeugen? Katja weiß genau, was ein gestellter Körper braucht. Das ist hauptsächlich Eiweiß und wichtige Aminosäuren, die der Körper braucht. Ich wette mit dir, die hat da in ihrem Schlafzimmer etliche Mittel, um so auszusehen, wie sie aussieht. Um zu gewinnen, legt Kraftpaket Katja heute ein Gewicht drauf. Für den Sieg nach Punkten ist alles erlaubt, aber nicht alles ist beliebt. Miekes Falten-Wegspritz-Taktik, mit der sie gestern im Rennen war, wurde abgestraft. Kann Katja das toppen? Duisburg. In der Ruhrpott-Metropole lebt Beauty-Queen-Anwärterin Katja. Ihre Konkurrentinnen kennen sie zwar schon, nicht aber ihr Beauty-Geheimnis. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ja. Sie hat mich völlig überrascht eigentlich. Also so ein kleines, süßes, zartes Mäuschen mit so einem Körper. Also ich selber würde auf keinen Fall so viel Muskel haben wollen, ganz ehrlich. Ich denke, wir werden heute Gewichte stemmen müssen. Katastrophe. Ich wollte eigentlich die Woche genießen und schön essen gehen. Wow. Zweifache Mama, ne? Muss man ja auch bedenken, ne? Jeder neunte Deutsche hat ein Abo im Fitnessstudio. Muskelmama Katja schon seit 8 Jahren. Doch sie ist nicht nur Mitglied, sie geht auch hin. Ja, weil ich einen durchtrainierten Körper habe und diese Muskel... Katja weiß ja, durchtrainierten Körper. Ich werde Beauty Queen, weil ich einen mega durchtrainierten Körper habe und diese Muskeln muss mir erstmal jemand nachmachen. Dafür müssten die Kandidatinnen vor allem Zeit mitbringen. 12 Stunden verbringt die 35-Jährige jede Woche in der Muckibude. Für mein Schönheitsideal würde ich eigentlich fast alles tun. Eigentlich bin ich nur im Fitnessstudio. Für die gelernte Fremdsprachenassistentin gibt es keine Pause. Katjas Konzept ist genau ausgetüftelt. Viele stellen sich ja vor, dass man eine Stunde auf dem Laufband rennt. Mache ich jetzt im Moment überhaupt nicht, weil es bei mir auch so schon ganz gut funktioniert mit dem Trockenwerden. Ja, trocken heißt, dass die Haut halt, die muss immer dünner werden, damit die Muskeln alle rauskommen und die Adern. Das wird ja noch viel extremer. Für Bodybuilding-Wettkämpfe hat die Mucki-Mutti auch die Ernährung umgestellt. Ich benutze Nahrungsergänzungsmittel, natürlich, um die Muskeln zu erhalten. Also zum Beispiel Eiweiß-Shake. Für Hobby-Hulk Katja sind solche Mixturen mittlerweile wie ein Lebenselixier. Lecker. Ihr nächstes Ziel, die begehrte Krone gewinnen. Ja, also für mich ist eine Beauty Queen jemand, der wirklich hinter diesem Schönheitsideal steht und das auch wirklich verkörpert und das auch lebt, so wie ich. Es ist soweit. Noch haben die angehenden Beauty Queens keine Ahnung, was sie heute erwartet. Ich denke, wenn wir heute zu Katja gehen, wird uns ein turniger Tag erwarten und wenig Essen. Oh Gott, also Liegestütze, wenn es heute drankommt, bin ich total... Bei Push-Ups denkt Mieke eben eher an BHs. Aber Katja wird ihren Konkurrentinnen heute beweisen, dass Schönheit auch harte Arbeit bedeutet. Also, heute ist ja mein Tag. Ja. Und ich denke, ihr seid schon gespannt, was wir machen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal runter, dann seht ihr es eigentlich schon. Wie es die Damen befürchtet hatten, es geht in ein Fitnessstudio. Ich denke schon, dass der überwiegende Teil mitmacht. Also bei einer Person könnte ich mir eventuell vorstellen, dass es... bisschen schwieriger wird. Eigentlich sieht es aus wie eine Folterkammer, so ein Sportarea. Ne? Der Albtraum des übergrößten Models. Doch Katja lässt sich nicht beirren. Wie ihr unschwer erkennen könnt, werden wir uns heute sportlich betätigen. Wollte euch aber gerne auch noch was über die Ernährung erzählen. Nur Training wird halt diesen Effekt nicht bringen, den ich eigentlich erreichen möchte. Katjas Eiweißdiät ist speziell auf sie abgestimmt. Reis und Hähnchen oder wie? Hähnchen und Ei. Also das ist jetzt das, was man kurz vorm Wettkampf isst, um auch noch den Rest Wasser rauszubekommen aus dem Körper. Dünne Haut durch Wasserentzug bringt Muskeln besser zum Vorschein. Schmeckt's. Ich habe das Hähnchen probiert. Okay, es war total trocken. Ja, ich dachte, oh Gott, wie kriege ich das jetzt runter? Ne? Aber ich habe mich jetzt zimperlich, habe es natürlich runterbekommen mit ein bisschen Spucke. Wasser könnte da helfen, doch es gibt was anderes. Was ist in diese Shake drin? Das ist hauptsächlich Eiweiß und wichtige Aminosäuren, die der Körper braucht, um Muskeln zu erhalten oder aufzubauen. Der hat lecker geschmeckt. Du musst dich so ernähren, jeden Tag so diszipliniert. Ja, also wenn ich mich auf einen Wettkampf vorbereite, muss ich das. Also das dauert so circa 3-4 Monate Vorbereitungszeit und in den Monaten ist das so. Eigentlich ist es nicht gesund, sich 2 Monate von Hähnchen und Ei zu ernähren. Dieses strukturierte Leben, was die führen muss, diese Disziplin und der Ehrgeiz, das würde mir schon so viel an Lebensfreude nehmen, dass ich damit schon unglücklich wäre als Frau.
Dann würde ich sagen, wir ziehen uns jetzt mal um und legen einfach mal los. Sehr gerne. Ja, sehr gerne sogar. Nicht alle haben sich schon entmutigen lassen. Ich bin selber als Sportlerin, also ich freue mich total. Dabei hat sie noch nicht den Drillmaster kennengelernt. Dominik ist hier seit 2 Jahren Chef der Muckibude. Also ich gehe einmal die Woche zum Dominik und mache diese Functional Fitness. Das ist für mich so eine Art Bootcamp. Habt ihr schon mal Kniebeugen gemacht? In der Runde jetzt mal so gefragt? Ja. Dann gleich los. Aufwärmprogramm. Genau, so ist gut. Perfekt. Es gibt 7600 Fitnessstudios in Deutschland. Perle besucht keines davon. Bei Perle denke ich mir, dass er einfach nur ein bisschen faul ist. Ja? Man kann sich immer schönreden. Er hat sich auch ein bisschen doof angestellt, finde ich. Komm. Ja. Runter? Ja. Und gehen. Nee, jetzt ganz ehrlich, stell dich doch nicht so an. Zumindest mal einmal ausprobieren. Nee. Also am Anfang hat Mieke echt ein bisschen rumgezickt. Ich mag das nicht so, wenn alle zugucken und der Arsch dann so rausgeht. Es ist nicht so meins. Möchtest du auch nochmal ausprobieren? Oder? Ich habe da was anderes gefunden. Du hast was anderes gefunden, das wäre? Statt Kniebeugen lässt Perle lieber alle 4 gerade sein. Bei einer Runde Extrem-Couching. Ich hätte jetzt gerne noch eine Cola. Ich habe mir das eigentlich schon vorher ein bisschen gedacht, weil es wahrscheinlich für sie körperlich einfach ein bisschen schwerer ist. Naja, also mir gefällt es halt nicht. Mich nervt das an. Schon die Geräte, die widern mich an. Diese Zirkusgeräte da. Okay, dann war es das leider mit dir. Ein Sportmuffel raus. Dann müssen die anderen umso härter ran. Heute darf kein Beauty-Kätzchen ohne Muskelkater gehen. Die anderen Mädels finde ich ständig super an, die machen alles mit und sind auch sportlich. Also da ist jetzt keine dabei, wo ich jetzt sagen würde, um Gottes Willen. Super Mädels. Fand ich eigentlich auch ganz gut von ihr, dass sie uns alle gelobt hat. Ah, außer der Perle natürlich, die Handy. Bevor Tattoo-Grazie Perle mit Handy und Kissen verschmilzt, macht Katja lieber gleich weiter. So Mädels, wir sind fertig jetzt hier mit dem Training. Ich habe aber noch eine kleine Überraschung für euch. Also wir ziehen uns jetzt um und dann geht's los. Surprise, surprise. Kann das nächste Geheimnis auch Perle überzeugen, ihren Körper zu stellen? Also ich denke, Katjas nächste Überraschung wird uns nicht in einen Kuchenladen führen. Leider. Nein, heute führt alles dazu, dass möglichst viel Schweiß fließt. Das ist mein zweites Beauty-Geheimnis. Es ist belüftet. Sport und Sauna gehören für mich zusammen, und zwar auch mehrmals die Woche. Haut euch mal hin, wir entspannen uns. Ja, jetzt sind wir halt in der Sauna, ne? Ist nicht viel besser. Das ist noch nicht alles. Katja verrät, womit eine Kalorienverbrennungsmaschine wie sie geölt werden muss. So, das ist eigentlich ganz normales Bio-Kokosöl, habe ich jetzt mal mitgebracht. Das benutze ich auch so zu Hause zum Eincremen. Das ist halt schön fettig, dass die Muskeln schön rauskommen. Na, holla! Wow. Was denn? Meine Klasse, ey. Das ist ja Wahnsinn. Ich mach das auch morgen auch. Kokosöl gilt heute als sehr gesund für die Haut. Katja möchte aber vor allem ihrem Sixpack den richtigen Showglanz verleihen. Also bei einem Wettkampf ist das dann so, denn man kommt halt auf die Bühne und dann geht man ins Line-Up. Da ist vorne eine Linie, da muss man sich dann hinstellen. Und dann wollen die halt eine Pose sehen, dass man den Latz sieht und die Schultern. Meine Fresse, ey. Der Wahnsinn. Mensch, ich bin begeistert. Bodybuilding wurde übrigens von einem Deutschen erfunden und war lange reiner Männersport. Erst seit den 70ern machen auch Frauen mit. Katjas Monstermuckis kommen an. Also wo sie dann die Muskel gezeigt hat, das war einmalig. Die Posen von Katja, wirklich 1A. Ich habe sowas noch nie live gesehen. So ein kleines, süßes Mäuschen und dann so ein Prachtkörper. Und bin ich wirklich neidisch geworden, muss ich wirklich sagen. Na, ich habe mir mehr erhofft von ihrem Aussehen, dass sie uns irgendwas Intimeres irgendwie zeigt. Ne? Ja, es hat Spaß gemacht. Und jetzt würde ich sagen, wir relaxen uns noch ein bisschen, legen uns hin und lassen den Abend ausklingen. Ja. Mit dem Programmpunkt kommt Muskelmäuschen Katja bei allen an. Jetzt müssen nur noch die Punkte stimmen und der Sieg ist sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mutig gewinnen werde, weil die Mädels so begeistert waren. Und ich denke schon, dass es auch eine Leistung ist, überhaupt so auszusehen. Und ich denke schon, dass es ganz gut bewertet wird, hoffe ich jedenfalls. Ja. Bizeps-Prinzessin ist Katja jetzt schon. Doch ob es zur Beauty Queen reicht, entscheidet die knallharte Punktevergabe. Also ich gebe Katja 4 Punkte für die Sportaktivität. Und mit den anderen Beauty-Geheimnissen konnte ich jetzt weniger anfangen.
Ich gebe Katja 7 Punkte, weil mir zu anstrengend war, was sie da machen musste. Ich gebe der Katja 6 Punkte. Allein Fitness kann wirklich jeder, du hast einen super Körper. Was mir halt gefallen hat, ist die Sauna. Ist ein super Beauty-Tipp, ne? Ich kann dir wirklich nicht mehr als diese 6 Punkte geben, weil es absolut konträr ist zu meinem Lifestyle. Ah ja, trotz Kritik macht Katja mit 23 Punkten einen Klimmzug an Mieke vorbei auf den ersten Platz. Kann Angela morgen mit ihrer ganz speziellen Methode kontern? Vampirlifting mit Eigenblut kommt nicht sofort bei allen an. Es ist irgendwie interessant. Gleichzeitig ist es auch ein bisschen eklig. Dann gehe ich lieber zu meiner Botox-Freundin und da weiß ich, was drin ist, ne? Beauty Queen, morgen wieder, nur bei TAF. Eine ganze harte Stunde lang schwitzen, kämpfen, die eigene Schmerzgrenze immer wieder überwinden. Arianes Fitnesskurse sind bei den sportbesessenen New Yorkern so beliebt, weil sie so effektiv sind.